Also, Bomben, wo wollt ihr am liebsten explodieren? Bingo! Wenn Corder das nicht gehört hat, dann ist er nicht nur hässlich, sondern auch taub. Von all meinen schlechten Ideen ist das hier definitiv die mit Abstand schlechteste. Eins fürs Fotoalbum. Heilige Scheiße. Heilige alte Scheiße. Yeah!
Scheiße, ist das dunkel hier. Ich kann meinen eigenen Sack nicht sehen. Oh Mann. Schlafen die etwa? Frank, was ist da los? Bist du noch da? Schnauze, wie schalte ich dieses Ding aus? Frank, pass auf, die Evakuierung läuft an. Neuigkeiten. Scheiß auf die Neuigkeiten! Verdammt nochmal! Ist denn heute schon Weihnachten? Vergifte das Meer! Zerreißt den Himmel! Das Alter rafft ihn dahin. Bald wird er das auch überwinden. Wir bestehen auf Mördern. Diese Hände gehörten einem Menschen. Nein. Hey, Cäsar! Oh, Scheiße, er ist sauer. Ich brauche diese Festplatte und dann muss ich mit intaktem Gesicht hier rauskommen. Ich habe die Festplatte! Bin auf dem Weg! Holt mich ab! Brett! Brett! Oh, Scheiße! Oh, das soll doch wohl ein Scherz sein! Komm, Frank, bring deinen Arsch hier raus! Wurf ab! Lieber Weihnachtsmann, wenn ich das hier übernehme, werde ich den Rest meines Lebens ganz brav sein lassen. Bitte, 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 bitte.
Bitte, bitte, bitte nicht draufgehen! Schieb's dir in den Arsch, Calder! Oh Gott, war nicht so gemeint! Titelblatt der Times. Frank. Hi. Gib sie mir. Los jetzt! Nancy, ich... Na komm. Okay. Das wirst du nicht an den höchsten Bieter verscherbeln. Diesmal tun wir das Richtige. Ja, red dir das ruhig ein. Weg von der Festplatte. Jetzt! Sorry, Frank. Ciao. Also, was? Kein Minigolf mehr? Hammond brauchte mich. Ihr Tyrann hatte sich in einen Psychopathen verwandelt. Wir schalteten ihn aus und Hammond sorgte dafür, dass das auch so blieb. Im Gegenzug schenkte mir Hammond ihre wertvolle Freundschaft. Und darüber hinaus eine Bombe, um in Calders Versteck zu gelangen. Die Kanalisation. Calder und seine gruselig schlauen Zombies hatten sie in eine gespenstische Höhle verwandelt. Und Calder selbst kann sprechen. Was immer er jetzt auch ist, eine gute Portion Psycho ist da immer noch übrig. Ich habe mir die Beweise geschnappt und bin abgehauen. Und das wäre das Ende unserer Geschichte gewesen. Frank West, Retter von Willamette. Mal wieder. Vic Chu. Diebin. Höllenbrot. Sie stahl meine Beweise mit vorgehaltener Waffe. Und jetzt ist sie dran. Was ist los? Vic hat die Kamera mit den Beweisen geklaut! Was? Dann hol sie zurück! Spitzentipp, Red! Es ist doch nicht vorbei, Frischling! Fick dich, Frank! Du willst sterben? Sehr gern. Warum vertragen wir uns nicht einfach? Du hast fertig! Gib mir die Kamera! Bitte, Hilfe! Bitte, hilf mir!
Weg! Jetzt hast du aber ein großes Problem! Also noch ein großes Problem! Ach, wirklich? Red! Ich brauche deine Hilfe! Vic ist auf dem Weg durch die Caribbean Cove! Einen Augenblick! Nach oben! Du kannst sie an der Kichiro Plaza abfangen. Kichiro Plaza! Die Beweise sind mein! Oh, Scheiße! Weg! Carter will nicht nur spielen! Oh, Kacke! Wäre besser, du weißt, was du tust, Vic! Scheiße! Nein! Hau ab! Vic! Kennst du mich noch? Hab gehofft, dass wir drüber reden könnten. Nimmst alles, was du siehst. Willst dies, raubst das. Alles gehört dir. Gib's nicht zurück. Morgen früh. Du gibst mir die Kamera zurück. Morgen bin ich ein neuer Mann, versprochen. Du bist Teil der Kette, Frank West. Und ich muss sie brechen. Nein, du bist schon passiert. Oh Gott, ich hasse dich. Okay, weißt du was? Du hast meine Story geklaut. Und jetzt hast du auch noch meine Lieblingskamera zerstört. Also dann, Frank West versus Zombie First. Leg mir los, du Spinner. Alles okay, Vic? Vic! Wo willst du denn hin? Du lässt mich stehen! Schon wieder! Ist ja rührend. Geh zum Wellnessbad. Ich habe die Tür für dich aufgemacht. Ja, ein kleines Bad würde mir gut tun. Nicht frech werden, bitte. Alle sterben allein, Frank West. Ja? Dann du zuerst. Ja, gut gemacht, Kleiner. Bereiten wir mein Ende, Frank. Genau! Hab schon Schlimmeres durchgemacht! Sogar heute schon! Ha ha.
bist groß und böse! Ja, lauf bloß weg, du! Er lädt sich wieder auf? Er kann aufladen? Er kann Strom zum Wiederaufladen abzapfen. Das hat er schon mal gemacht. Oh Mann! Das ist einfach nicht fair! Nur für Chancengleichheit. Ich hab einen Plan. Wäre ein guter Zeitpunkt für deinen Plan. Bin gleich soweit. Kill einfach noch ein paar Zombies. Oh, Vic Chu, die Meisterstrategin. Zu ihm durchgedrungen. Ja, dachte mir, dass dir das gefällt.
euch Mark und Bein! Warum haben wir uns nicht früher zusammengerissen? Weil du ein Scheißegoist bist. Klar, und du eine Perle der Selbstgerechtigkeit. Danke. Ihr könnt mich mal! Funktioniert ja wirklich! Ja, Bastard hätte ich das genauso geplant!
Auf dich und deinen Sarkasmus ist wirklich Verlass. Scheiße! Den letzten Generator muss ich wohl manuell überladen. Was? Verrückt geworden? Mein Lehrmeister ist Frank West. Zeit!
der Mensch siegen. Die Kette bleibt intakt. Red! Okay, na los, bleib bei mir, Kleine. Bleib bei mir. Aber wir haben alles verloren. Kamera, Arnabys Server wurden gelöscht und... Du wolltest doch nicht wirklich auf mich schießen, oder? Ah, ja, so ins Bein. Zugegeben, ich verdiene es. Pass auf, wenn es nochmal so weit kommen sollte, zähl bitte auf das Richtige, ja? Das tut mir wirklich leid. Keine Sorge, hab Schlimmeres erlebt. Das wirst du auch. Und wenn man eine großartige Journalistin wäre? Was ist das? Eine SD-Karte. Aus deiner Kamera. Hast du sie ausgenommen? Ja. Bevor sie explodierte? Nimm. Was willst du dafür? Ich gebe dir alles. Okay. Ich will diese Story. Mein Text, deine Bilder. Eine Mediensensation. Zusammen. 50-50. Ja. 50-50. Das klingt doch gut. Plus Minigolf. Ja, okay. Minigolf. So, nach eurer Versöhnung müssen wir jetzt zum Treffpunkt, damit sie uns hier rausholen können. Da sage ich nicht nein! Schnappt euch ein paar Waffen und sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Meinst du, das langt schon, Butch Cassidy? Ich habe gerade gegen einen Monster-Zombie-Fürsten gekämpft. Hast du... den bemerkt, den Monster-Zombie-Fürsten? Ich mache jetzt das Tor auf. Und? Hat sich deine Herzgröße dieses Weihnachten verdreifacht, Frank? Na komm, wir sind quitt, oder? Sind wir quitt? Bringen wir die Story raus. Retten die Welt. Dann sind wir quitt. Zuallererst müssen wir raus aus Willamette. Dann mal los.
Das Erdgeschoss ist vollständig verbrannt. Da vorn! Wir kommen über die Skybridge raus. So, Miss Chu. Normalerweise müsste ich dich für den ganzen Scheiß einbuchten. Dafür musst du mich erstmal kriegen, Oberbulle. Meine Güte. Denkst du, man kann ohne Guerillataktik Journalist sein? Kommt drauf an. Denkst du, die Regierung hört auf, uns zu ruinieren? Touché! Klingt nicht besonders glücklich. Letztes Mal umsehen. Ich werde sentimental. Der Helikopter holt uns auf dem Dach des Parkhauses ab. Gleich bei der Skybridge. Wir treffen uns da. Haben auch alle ein Souvenir mitgenommen? Wenn PTBS zählt, ja. Bei mir schon. Ich glaube, die sind ziemlich angepisst. Komm schon! Ich brauche eine Sekunde für die Tür. Nein, nein, nein! Eine Sekunde ist schon zu viel! Bitte sag, dass er für uns ist! Beschäftigt sie! Ich krieg die schon auf! Ja! Scheiße, scheiße, scheiße! Leute! Oh nein, Brad, das ist eine Todesfalle! Vorräte haben wir. Wir könnten die Stellung halten. Der nächste Helikopter wird es auch nicht schaffen. Meine Leute werden uns hier rausholen. Versprochen.
unsichtbar. Klappe halten und Zombies töten! Sieht nicht gut aus, Brad! Wird schon! Dann schaff's schneller! Bewegung! Los! Los! Sackgasse! Ah, verdammt! Ich weiß, wie der Film endet! Wir sind geliefert. Wo bleibt der blöde Körper? Durchhalten. Wir schaffen das. Ach ja, gut zu wissen. Scheiße, scheiße, scheiße! Das wird auch nicht passieren. Haltet aus, gleich hab ich's. Yeah.
Wenn es nach Frank ginge, wäre die Story jetzt zu Ende. Er würde als Held sterben und sich zum Wohl seiner Freunde opfern. Dann gäbe es keinen Grund, den ganzen Wahnsinn in den Monaten danach zu verfolgen. Aber Frank ist nicht hier, um die Geschichte zu erzählen und sie wie immer mit pikanten Details auszuschmücken. Ich frage mich, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn er sie später erzählt hätte. Hätte er Fontana im direkten Duell besiegt, sich nicht mit der fiesen Dr. Blackburn zusammengetan, eine Romanze mit der Technikerin der Stadt angefangen? Sein zweites Buch wäre wahrscheinlich auch ein Hit geworden. Aber Frank ist nicht hier. Also erzähle ich seine Geschichte. Ob er es gewollt hätte oder nicht. Und ich finde, Wahrheit ist besser als Fiktion.